Bis 2025 soll der ÖPNV in München nichts mehr kosten. Übergangsweise wird ein 365-Euro-Ticket eingeführt. So fordert es zumindest die Linke in ihrem Wahlprogramm. Finanzieren will die Partei den kostenlosen ÖPNV durch eine Haushalts-, Tourismus- und Unternehmensabgabe. Wir wollen alle Haushalte in dieser Stadt, die ein Einkommen mehr als 1.400 Euro haben, also wir wollen durch die Existenzsicherung sind die 1.400 Euro, 365 Euro pro Jahr, dann pro Übernachtung 10 Euro und bei Unternehmen von über 5 Mitarbeitern auch 365 Euro pro Mitarbeiter. Die MVG beziffert den Ertrag aus den jährlichen Ticketverkäufen auf rund 550 Millionen Euro. Man sagt ja immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Und deswegen sollen wir lieber dafür Sorge tragen, dass es vielleicht auch ein bisschen günstiger ist und die Leute deswegen umsteigen und nicht nur ganz kostenlos. Also man kann, wenn man keine Verantwortung für den Haushalt trägt und nicht sich überlegen muss, wie man finanziert, kann man natürlich gern so eine These aufstellen. Gemeinsam mit SPD und Grünen haben die Linken übrigens die Radwege in der Fraunhofer Straße beschlossen. Stellt sich die Frage nach einer möglichen rot-rot-grünen Zusammenarbeit nach der Kommunalwahl. Natürlich kann ich mir vorstellen, wenn Rot und Grün, sage ich mal, ernsthaft wirklich betreibt, das, was sie sich ja jetzt auch auf die Fahnen schreiben, aber erst im Wahlkampf, nicht in der gemachten Politik der letzten Jahre, dass wir da gut zusammenarbeiten. Man schließt im Wahlkampf nie was aus, sondern ist für alles offen. Für uns immer eine Frage der Umsetzbarkeit von grünen Inhalten. Fraktionsstärke und 6% will die Linke bei der Kommunalwahl am 15. März erreichen.